Vers 53. Ich verehre den urersten Herrn Govinda, der den allen Tugenden, Lastern, Veden, religiösen Entbehrungen und Jivas innewohnenden Kräfte Macht verleiht und sie so bewahrt, angefangen von den Kräften Brahmas bis hin zu denen des winzigsten Insekts. Erläuterung: Mit Dharma, Tugend, sind jene Pflichten gemeint, die den verschiedenen Varnas und Ashramas zugeordnet werden und die in den 20 Dharma-Shastras beschrieben sind, welche sich auf die Autorität der Veden stützen. Von diesen beiden Kategorien bezieht sich Varna-Dharma auf jene Pflichten, die sich aus den unterschiedlichen Naturen der vier Varnas, Brahmana, Kshatriya, Vaishya und Shudra, ergeben, während sich Ashram-Dharma auf die Pflichten der verschiedenen Ashramas bzw. Lebensstadien bezieht, also die Pflichten derer, die den vier Stufen Brahmacharya, Grihastha, Vanaprastha und Sannyasa angehören. Alle unter den Menschen üblichen Tätigkeiten sind in dieser zweifachen Untergliederung berücksichtigt. Sünde, Papa, Nijaya, bedeutet Unwissenheit, die Wurzel aller Sünden und sündhaften Wünsche. Auch bezieht sich dieser Begriff auf schwere Verbrechen und die damit verbundenen Sünden sowie auf gewöhnliche Laster, also auf jedes Verhalten, das keine Prinzipien kennt. Zur Kategorie der Shrutis gehören der Rig, Sama, Yajur und Antharva-Veda sowie die Upanishaden, die als die Kronjuwelen der vedischen Literatur gelten. Tapas, Entbehrung, bezieht sich auf alle regelmäßigen Übungen, die man mit dem Ziel erlernt, die eigentliche Funktion des Selbst zu erkennen. In vielen Fällen, wie zum Beispiel in der als Panchatapa bekannten Übung, ist die Ausführung schwierig. Fußnote 30: Panchatapa, 5 Arten von Hitzeinwirkung. Diese Praxis sieht vor, sich im Sommer in einen Kreis aus 4 Feuern zu setzen, mit der sengenden Sonne von oben als 5. Feuer. Der 8-stufige Yoga-Pfad und mit Hingabe kultiviertes Wissen über das unterschiedslose Brahman gehören ebenfalls hierzu. Alle diese Übungen sind nichts weiter als verschiedene Aspekte im Kreislauf der fruchtbringenden Tätigkeiten der bedingten Seelen. Die bedingten Seelen befinden sich auf einer Reise aufeinanderfolgender Geburten, die durch 8,4 Millionen verschiedene Arten von Zeugungsorganen zustande kommen. Die Jivas werden in verschiedene Arten von Wesen unterteilt, wie zum Beispiel Devas, Danavas, Rakshasas, Manavas, Nagas, Kinaras und Gandharvas. Von Brahma bis hinab zum winzigen Insekt gibt es eine unendliche Anzahl von Lebewesen. Sie bilden die Gesamtheit der bedingten Seelen, vom Range Brahmas bis zur Eintagsfliege. Und sie sind es, die dem sich drehenden Rad des Karma seinen besonderen Charakter verleihen. Jedes Lebewesen ist mit individuellen Kräften ausgestattet und hat auf einem bestimmten Gebiet besondere Fähigkeiten. Doch ist es die Natur dieser Kräfte, in bedingten Seelen nicht voll entwickelt zu sein. Der Grad und die Art solcher Kräfte variieren je nach dem Ausmaß, in dem Sri Govinda diese dem Individuum verleiht.